Hallihallo, hier ist wieder Julia und ich möchte euch heute den ersten Teil meines gefüllten Dezember-Tagebuches zeigen. Ihr seht, da ist schon ziemlich viel drin. Und genau, ich werde wahrscheinlich einfach noch ein zweites Album brauchen. Den ersten Teil, oder was heißt den ersten Teil, aber die Startseite des Albums hattet ihr ja schon gesehen in meinem ersten Video. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die bereits gefüllten Tage. Ja, für den ersten Tag habe ich einfach ein Foto hier mit einer Büroklammer festgeklammert und habe dahinter so einen Shipping-Tag versteckt und habe da ein bisschen was geschrieben zu dem Tag. Hier steht was über unseren Tag. Da habe ich Stempel verwendet aus diesem Stempelset. Das ist dieses Dezember-Tagebuch-Stempelset. Genau, und da war ich ganz mutig und habe diese Stempel zerschnitten. Ja, ansonsten seht ihr, habe ich so eine Hülle einfach verwendet, die ja schon drin war. Und habe da ein bisschen Woodvinier reingefüllt. Das seht ihr auch ganz oft bei mir. Und das zugefused mit dem Photofuse-Tool, damit nichts rausfallen kann. So, auch hier wieder. Das hier sind Stempel, genau wie dieser hier, auch aus diesem Set. Eigentlich sind so ziemlich alle Stempel, die ich verwendet habe, aus dem Set und auch auf so ziemlich jeder Seite. Ja, ich mag die einfach gerne. Auch das ist wieder ein Stempel aus diesem Set. Genau, auch dieser hier. Und der. Und ich glaube, das ist übrigens meine Lieblingsseite bis jetzt. Ich mag gerne, dass das Overlay mal über einem Foto liegt und nicht über Papier. Außerdem mag ich das Foto so gern. Und auch wieder die Stempel aus diesem besagten Set. Ja, was ihr auch oft seht, sind diese Buchstaben. Die Sticker. Dachte ich, ich zeige die mal direkt, weil ihr die öfter sehen werdet. Das sind die hier. Ich verlinke das auch immer nochmal in der Box, wenn ich was zeige, was ich oft verwende. Genau, die Sticker auch. Die sind so von Gold und die kamen im Dezember Mini-Kit. Da waren die dabei. So, diesen Hintergrund, den habe ich auch gestempelt. Auch wieder mit diesem Set natürlich. Und ja, genau, habe da einfach dadurch so ein Muster erzeugt. Auf der Seite habe ich mit goldenem Washi einfach die Streifen geklebt. Das war vorher ganz normal Kraft und habe ich das noch ein bisschen aufgehübscht. Die Seite mag ich auch sehr gern. Auch wieder mit diesen tollen Stickern. Und hier habe ich so einen Tab gemacht. Das wollte ich euch noch zeigen. Den habe ich mit diesem eigentlichen Datumsstempel aus dem Set gemacht und ich habe einfach die leere Seite quasi verwendet und das Datum klemmt hinter dem Foto oder zwischen den beiden Fotos, dass man das nicht sieht. Und so kann man das schön daran umblättern. Ja, mein Album beinhaltet ziemlich viele, was heißt viele eigentlich, nur normale Alltagsfotos. Meine Tochter ist einfach das Hauptfotomotiv und ja, ich habe es jetzt nicht besonders weihnachtlich ausgelegt, sondern ja, ein Tagebuch halt, Dezember-Tagebuch. Auch hier wieder habe ich mit dem Fuse-Tool gearbeitet und habe ja, das kleinere Stück Papier und das kleinere Foto einfach eingefused. Ja, damit nichts verrutschen kann. Hier wieder habe ich so ein Hintergrundmuster gestempelt. Auch wieder mit diesem Stempelset. Und dann war es das schon. Der letzte Tag. Erstmal, bevor ich dann das zweite Album beginne. Hier habe ich noch einen Wunschzettel
von meinem Freund mit rangeheftet. Den hat er mir an dem Tag noch in die Hand gedrückt. Kurz vor knapp. Genau. Das war mein Album, die erste Hälfte. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und genau, die zweite Hälfte vom 16. bis 31. Dezember werde ich euch dann auch wieder in einem Video zeigen. Anfang Januar. Und genau, bis dahin habt noch eine schöne Weihnachtszeit. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!